Und die aus der Surat Maryam entnehmen wir wirklich sehr viele Lehren aus, in diesem Abschnitt. Zum Beispiel allein dieser Umstand, dass Isa alayhi salam geschaffen wird aus einer Mutter ohne Vater. Allah Ta'ala erwähnt das Gleichnis von Isa einmal im Koran an anderer Stelle in Bezug auf Adam. Inna mathala Adam ka mathali Isa khalaqahu min turabin faqala lahu kun inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin. Den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Jedenfalls, Allah Ta'ala sagt, das Gleichnis von Isa ist wie das Gleichnis von Adam. In welcher Hinsicht? Isa a.s. wurde von einer Mutter geschaffen ohne Vater. Adam a.s. wurde ohne Mutter und Vater geschaffen. Und Allah Ta'ala sagt hier, das Gleichnis von Isa ist wie das von Adam. Das heißt, wenn ihr Isa a.s. anbetet und vergöttert, weil er ohne Vater geboren ist, dann hat doch Adam a.s. mehr Anrecht darauf, oder nicht? Er ist ohne Vater und ohne Mutter geboren. Das heißt, wenn es ein Grund ist, jemanden zu vergöttern, weil er ohne Vater geboren ist, dann erst recht für den, der ohne Vater und Mutter geboren ist. Aber was wir hier sehen, ist, dass Allah Ta'ala, dass ein Kind erzeugt wird ohne Vater, das ist natürlich wieder natürlich. Das ist wieder natürlich. Aber Allah Ta'ala hat die Naturgesetze geschaffen, um die Welt nach einem System und Gesetz laufen zu lassen, nicht um seine Macht mit den Gesetzen einzuschränken. So? Und was wir auch hier sehen in der Surat Maryam, oder über die Geschichte von Maryam, das bringt uns Maryam bei, dass der Muslim, wenn ihn etwas erschreckt, wenn ihn etwas Angst macht, dass seine erste Anlaufstelle Allah Ta'ala ist. Sie war in der Obhut von Zakaria, richtig? Sie war in der Obhut von Zakaria und davor hatten sich viele Mönche darum gestritten, in wessen Obhut sie kommt. Aber als Jibril in der menschlichen Gestalt zu ihr kam und sie war erschrocken, was sagte sie? Sie sagte, Inni a'udhu bir-Rahmani mink. Ich suche Zuflucht beim Rahman vor dir. Sie hat nicht gesagt, ich suche Zuflucht bei Zakaria und bei den Mönchen, die alle um meine Obhut gekämpft haben, sondern die erste Anlaufstelle war Allah Ta'ala. Was wir auch sehen in der Geschichte von Maryam, ist, dass das Salah, die Gebetsnische und der Gebetsteppich, der Ort ist, an dem das Herz des Menschen poliert wird und gesäubert wird. Allah Ta'ala sagt zu ihr, Ya Maryam, uqnuti li rabbiki, wasjudi warka'i. O Maryam, sei deinem Herrn demütig und verbeuge dich und werfe dich nieder. Ebenfalls lehrt uns die Geschichte von Maryam, dass der Mensch, auch wenn ihn mal Unheil plagt, wenn er mal betroffen ist von schweren Zeiten, dass er dennoch in der Zukunft oder der Vergangenheit, dass er seine aktuellen Momente lebt. Allah Ta'ala sagt zu ihr in diesem Umstand, وَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. Iss und trink und sei fröhlichen Gemütes.